Worst-Case-Szenarien sind nicht bloß Theorie. Meistens steckt man 5 Minuten später mittendrin. Deshalb sind Verbündete sinnvoll. Da haben Sie natürlich recht. Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen? Ich denke, nach der Heilung der Genophage hatten wir noch nicht. Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Die letzte Schlacht? Also die letzte vom Frieden? Wie ist es ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber als ein nachtragender Feind. Kroganer sind eben ungewöhnliche Verbündete. Die Kroganer um Hilfe zu bitten, muss schwer für sie sein. Die Fehler der Vergangenheit dürfen uns nicht die Zukunft vernebeln. Unser beider Völker waren einst Feinde, beim Erstkontaktkrieg. Ich war dabei und bin den Geschossen ihrer Navy ausgewichen. Und was ist jetzt? Wir stehen in einem turianisch-menschlichen Schiff und arbeiten zusammen. Da hat er recht, das ist alles. Das ist alles. Natürlich, Commander. Denn nur zusammen sind wir stark genug gegen die Reaper. Rex? Was war das vorhin mit dem Primarchen? Planen die Turianer was? Das war nichts. Nur keine Sorge. Aha. In Ordnung. Okay. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Dann werden wir wohl, vielleicht können wir mit den Leuten auch noch reden darüber. Ich werde jetzt mal einen kurzen Rundgang wieder mal machen. Ich hatte einen Kumpel, der entlassen wurde. Kategorie 6 nach Eden Prime. Cut 6? Verdammt. Aber auf Eden Prime hätte ich auch den Verstand verloren. Er hat Einspruch eingelegt und gesagt, er sei immer noch diensttauglich. Am Ende hat er mir erzählt, dass er sich Servus anschließt. Schlechte Entscheidung. Oh Mann. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Danke, außerdem blinkt's da drüben. Commander, was immer Sie auf Tuchanka gemacht haben, es hat den Funkverkehr der Turianer massiv angeheizt. Was sagen Sie? Tut mir leid, es ist verschlüsselt. Das zu knacken würde mindestens eine Woche dauern. Und dann wäre es falsch. Edi? Commander? Edi kann das bestimmt. Vielleicht Victus, der sich jetzt nochmal bei uns meldet. Also der Sohn. Ja. Fast. Danke von Jessica Frohm. Sehr geehrter Herr Commander Shepard, mein Name ist Jessica Frohm. Sie haben mir auf Benning das Leben gerettet. Ich habe viele Freunde verloren. Aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an Sie in mir weiterlebt. Ich weiß, ich bin nur eine einzelne Frau, aber ich wollte Sie wissen lassen, dass Sie wirklich etwas bewegen. Gott schütze Sie, Commander. Jessica Frohm. Okay. Wir müssen immer noch den Uraka, ich glaube, er hieß Uraka, darüber informieren, falls wir jetzt irgendwelche Informationen überhaupt bekommen haben über Benning. Die Turianer werden es schaffen. Sie sind Pfund für Pfund die beste Streitmacht der Galaxie. Pfund für Pfund ist irrelevant angesichts der insgesamt deutlich höheren Masse der Reaper-Streitkräfte. Deshalb bringen wir ja auch die Kroganer ins Spiel. Ach, Edi. Ihre bloße Existenz erstaunt mich bereits, Shepard. Die Wahrscheinlichkeit, so lange zu überleben wie Sie, ist verschwindend gering. Danke, denke ich. Hallo, Shepard. Das lief ja gut. Schön, dass die Turianer ausflippen und die Kontrolle verlieren können, wie wir anderen auch. Sie stehen unter enormem Druck. Sie haben die Normandy gestohlen, wurden von den Kollektoren gesprengt und haben uns auf eine Selbstmordmission zum Kern der Galaxie geschickt. Und ich habe kein einziges Mal gemeutert. Das stimmt. Commander? Was zur Hölle? Joker ist ein treues Crewmitglied. Mal gucken. Vielleicht haben die anderen ja auch noch was dazu zu sagen. Ich denke, Garrus ist sehr interessiert. Ab zum Crewdeck. Die letzten 2 Kraftupgrades eines Baumes sind passive Fähigkeiten, steht da, glaube ich. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Es war damals verrückt von mir, Sie darum zu bitten, auf die Normandy zu kommen. Aber ich habe Sie enttäuscht.
Ich habe Shepard enttäuscht. Und jeden anderen, der jetzt auf dieser Gedenkmauer steht. Sie hatten den Mut, Shepard zu unterstützen. Genau wie Joker. Und Garrus. Und Tali. Aber Kaida nicht. Und Liara auch nicht. Waren sie Feiglinge? Ich glaube nicht. Greg, Sie sind einer der mutigsten und loyalsten Männer, die ich kenne. Es sollte so sein, dass Sie jetzt hier sind. Wir müssen einen Krieg gewinnen. Also kriegen Sie den Kopf frei und konzentrieren Sie sich. Okay, okay. Sie haben gewonnen. Ich rede nie mehr davon. Sharquas motiviert Adams. Das ist doch auch mal was. Übrigens, der salutiert höchstens. Ich habe ja einmal gesagt, dass er vielleicht mit uns reden will und dann das gesagt, ja. Dann hat er nichts gesagt, aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass er salutiert hat. Ja, eine kurze Sprechrolle hätten sie mir ja schon geben können. Wo ist Garrus? Verdammt nochmal, er ist nicht am Kalibrieren, ich bin echt besorgt. Wenn Garrus nicht am Kalibrieren ist, wie sollen die Waffen dann funktionieren? Oh, es lädt ganz schön lange. Das Informationsnetzwerk-Terminal wurde aktualisiert. Okay, und hier ist... Okay, hier ist tatsächlich was. Informationen zur Schlacht von Arcturus. Telemetrische Daten der Arcturus-Station zeigen, wie schnell die Reaper aus dem Portal kamen und durch die Allianzflotten flügten. VIs können den Feindbeschuss in den Daten analysieren, um den Waffenschaden zu verbessern, oder aber die Rechenleistung darauf zu verwenden, bessere Schilde gegen die Waffen der Reaper zu entwickeln. Also entweder Schildstärke oder Waffenschaden. Waffenschaden. Oder Schildstärke. Waffenschaden, Schildstärke. Nehmen wir mal Waffenschaden. So. Dann haben wir jetzt, eigentlich hätten sie es auch gleich addieren können auf 10%. Egal. Hier blinkt nichts, da ist auch nichts. Liara ist nicht hier. Wo sind die beiden? Wo ist Garrus und Liara? Das ist nicht uninteressant, ob sie wohl auch im... Auf dem Backboard? War es Backboard? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls hier. Ja, Backboard-Beobachtungsdeck. Genug von mir. Ja, Tatsache. Was haben Sie gemacht, bevor wir uns hier oben kennengelernt haben? Oh, Sie wissen schon. Dies und das. Na los, sagen Sie schon, Tissoni. Also gut. Ich habe mehrere schwere Kämpfe mit Cerberus durchgestanden. Ich habe Shepard geholfen, einen Roboter-Attentäter auf dem Mars aufzuhalten. Oh, und ich habe die Pläne für ein proteanisches Weltuntergangsgerät gefunden, die 50.000 Jahre lang vergraben waren. Aha, dies und das. Verstehe. Das erste gibt's übrigens als Comic nachzulesen. Aber das ist... Oh Gott. Die Gespräche sind gar nicht mal so schlecht. Diese zwischen den Crewmitgliedern, die sind besser geworden, definitiv. Hallo, Shepard. Turiano auf einer Geheimmission auf Tuchanka, hä? Davon hat mir keiner was gesagt. Tja, Garrus, du wirst auch selten informiert anscheinend. Hallo, Shepard. Okay, ich bin gespannt, was bei dieser Bombe auf Tuchanka herauskommt. Ignorieren ist ja wohl keine Option, was? Ja, das würde zur Explosion führen und das wollen wir nicht. Wie geht's? Ich will unbedingt Poker spielen. Ah, skillianisches Poker wäre cool. Nun, Archangel. Oh. Sie haben davon gehört. Ihr Aufenthalt auf Omega hat zu zahlreichen Artikeln geführt und jeder Menge Aufnahmen von Sicherheitskameras. Nur eine Sache konnte ich nicht verifizieren. Haben Sie wirklich drei Söldner der Blue Suns mit einer Kugel erledigt? Oh. Nein, natürlich nicht. Der dritte hatte einen Herzinfarkt. Es wäre nicht fair, ihn mitzuzählen. Was? Ach, Garrus. Das ist gut. Kann ich noch eins triggern? Das... Ach, es freut mich doch wirklich. Nein, nein, noch einen kriege ich nicht getriggert. Was zur Hölle, Garrus? Garrus lässt den Coolen raushängen, aber... Ich meine, er hat es irgendwo auch verdient. Er ist halt wirklich einer meiner Lieblingscharaktere. Schlechte Nachrichten von der Erde. Die Ernte auf dem Land hat begonnen. Oh. Millionen von Opfern in Zentralasien und sogar noch mehr in Afrika, südlich der Sahara. Wir zeigen Ihnen den schrecklichen Anblick, wenn die Reaper sich nicht die Mühe der Indoktrination machen. Gleich bei Battlespace. Commander? Oh Gott. Naja, aber das motiviert die Menschen. Auf eine ganz komische Art und Weise.
Und hier der, ja, der läuft noch. Die FBA-Kupplungen, die sie beschafft haben, halten immer noch. Im zweiten Teil, oder? Commander? Alles in Ordnung, Commander. Okay. Vielleicht den Weltraumhamster mal wieder finden? Könnte ich ja mal versuchen. Oh, 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 ich seh ihn. Dieser... Da! Vielleicht... Ja! Ja, ich habe ihn gesammelt! Der größte Erfolg in diesem Spiel bisher. Woo! Nein, nicht wirklich. Ich habe ihn gefunden. Ich bin so glücklich. Naja, eigentlich geht's. Dann werden wir wohl gleich, nachdem ich Javik besucht habe, gehen wir dann wieder hoch und gucken mal, ob der jetzt wieder in seinem Rad läuft. Ich habe von den Vorfällen auf T'Chanka gehört. Sie hätten nicht zulassen sollen, dass der turianische Soldat sich seiner Verantwortung entzieht. Die Proteaner haben wohl nur selten Fehler verziehen. Wäre er unter meinem Befehl gewesen, hätte ich ihn in der Wüste ausgesetzt und bis zum Hals im Sand eingegraben, damit die wilden Tiere seine Augen fressen. Und hätte er das überlebt, hätte ich ihn belohnt. Mit einer Kugel in den Kopf. Gute Soldaten sind eine wertvolle Ressource. Die Dummheit eines Einzelnen darf nicht das Leben der anderen gefährden. Wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen über Moral. Die Turianer verbergen etwas, Commander. Seien Sie vorsichtig. Immer, immer. T'Chanka war nicht immer ein Ödland. Früher gab's dort Dschungel und Wälder. Das weiß ich. Die Kroganer haben es auch ohne die Reaper geschafft, ihre Welt zu zerstören. Ganz allein. Eine dumme Spezies. Tolle Kommentare. Oh Mann, Javik. Ich bin gerade in Gedanken. In Gedanken, welche Beleidigungen, die du dir für die anderen Rassen einfallen lassen kannst. Mann. Herr Esteban, dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen. Zugegeben, wir wurden beschossen, aber runtergeholt hat uns noch keiner. Noch nicht? Zu unserem Glück sind Sie wirklich fast so ein guter Pilot, wie Sie glauben. Ja, sicher. Das auch. Okay. Wir haben irgendwas Neues bekommen, aber ich will jetzt nicht nachgucken. Ich wünschte, Sie hätten dieses Geschütz auf T'Chanka mit eigenen Augen gesehen. Ich habe die Audio-Emulatoren abgeschaltet und zugesehen, wie sich der Cerberus-Kreuzer elegant und lautlos in seine Bestandteile aufgelöst hat. Wunderschön. Manchmal mache ich mir Sorgen um Sie, Mann. Ja, so ein bisschen merkwürdig ist das schon. Ich kann nicht glauben, dass Cerberus einfach so das Feuer auf Zivilisten eröffnet. Die Logik des Unbekannten mag ja verdreht und wahnsinnig sein, aber ich dachte trotzdem, er wolle die Menschheit retten. Er würde vermutlich jeden opfern, um den Sieg davon zu tragen. Ja, außer sich selbst. Sir? Nachschubinterface 9, danke. James? Irgendwas zu sagen? T'Chanka hat mich an die Wüste in meiner Heimat erinnert. Die Eidechsen und Würmer sind zwar größer, aber sonst... Der Sand und so. Okay. Der Sohn des Primarchen hat sich wohl zu viel aufgeladen, ha? So sieht's aus. Jeder macht Fehler, Hey! Yay, K9? Oh, das sieht sehr lustig aus. Wenn ich gegen ihn laufe, laufe ich mit ihm. Yay! Dann wollen wir doch mal gucken, was das mit der Bombe auf sich hat. Ach nein, zuerst zum Hamster. Der ist wichtig. Nicht so ganz, aber trotzdem. Er ist wieder da, wo er hingehört. Oh, die Toilette. Na, brauchst du keine Angst haben. Was zur Hölle? Spül. Oh, wow, wow, wow. Das sah gerade merkwürdig aus. Shepard darf auch nie wirklich auf die Toilette gehen, nicht wahr? Naja, sowas wird in Videospielen einfach nicht gezeigt. Braucht man ja auch nicht unbedingt. Wir sind ja nicht bei die Sims. So, wenn ihr mal überlegt, hier unten haben wir angefangen. Und jetzt sollen wir bis da oben hingekommen sein, ja? Na gut, Stadtruinen.
finden wir diese Bombe.